Wir schreiben das Jahr 2024. Täglich wird unsere Welt mit Informationen, aber auch Fake News überflutet. Darum ist es wichtiger denn je, dass guter Journalismus unterstützt wird. Im Mittelpunkt stehen Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten. Ich denke, alle Bürger wünschen sich eine lebendige Berichterstattung, wünschen sich aber auch Fakten und gut recherchierten Journalismus, gute Themen. Und deswegen ist es wichtig, junge Leute zu fördern und auch zu fordern. Und mit diesem Preis, denke ich, gelingt uns das ganz gut. Aus diesem Grund ehrte die IHK Magdeburg die Gewinner des Journalisten-Nachwuchspreises Sachsen-Anhalt 2023. Aus 18 Einreichungen wurde die Auszeichnung an die besten Beiträge in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Bildung in den Kategorien Text, Audio, Video und Multimedia verliehen. Da waren ganz tolle Beiträge dabei und es ist wirklich schön zu sehen, mit welchen Themen sich auch junge Leute befassen. In der Kategorie Text gewann Robert Grune mit seinem Beitrag Arbeitslosigkeit gefangen im Labyrinth in der Volksstimme. Darin ging es um die Gründe, warum viele Menschen trotz bundesweitem Personalmangel keine Arbeit finden. Gleichzeitig werden Klischees vom faulen Arbeitslosen aus der Welt geräumt, aber es war schwer, einen Protagonisten zu finden. Es sah erst gar nicht so aus, als würde jemand mitmachen. Also, und dann hat sich plötzlich an dem Morgen noch jemand gemeldet und dann bin ich auch direkt rein ins Gespräch. Es war für mich auch ziemlich krass, das alles zu hören. Nicole Franz vom Mitteldeutschen Rundfunk gewann den Journalisten-Nachwuchspreis in der Kategorie Audio-Video für ihre TV-Reportage Wir sind Mama, Eltern mit Behinderung, Susi ist schwanger. Dabei zeigt sie den Alltag und die Herausforderungen einer Mutter mit Lernbehinderung kurz vor der Entbindung und in welchen Situationen die Betreuerin hilft. Dabei entstanden viele schöne Momente, die in wenige Minuten passen mussten. Ich glaube, im Journalismus gibt es so dieses Konzept von Kill Your Darlings. So, man hat so viele schöne Momente und zu sagen, okay, ich habe nur eine Viertelstunde. Was packe ich da rein? Was finde ich wichtig? Und das war, glaube ich, auch so die größte Herausforderung und mich auch irgendwo in der Redaktion durchzusetzen, weil diese ganze Serie war quasi mein Herzensprojekt und ich habe gesagt, hey, lasst uns das machen. Und deshalb freue ich mich total, dass ich das durchboxen konnte und wir diese Filme machen durften. In der Kategorie Multimedia räumten die Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung ab. Bei ihrer multimedialen Reihe Verbrechen in Mitteldeutschland hat jeder zu einem Fall recherchiert und mit Ermittlern sowie Experten gesprochen. Luisa König hat dabei ein ganz neues Interessenfeld für sich entdeckt. Es hat so ein bisschen mein Interesse geweckt an Gerichtsprozessen und ich gehe immer noch gerne ins Gericht und begleite das, weil ich es unfassbar spannend finde und teilweise auch sehr gruselig. Der Fall war nicht wirklich gruselig, aber es war ja ein Indizienprozess, das heißt, man wusste gar nicht so genau, war er es oder war er es nicht. Und einfach das Ergebnis zu sehen, dass der Richter dann entscheiden muss, ob er ins Gefängnis kommt oder nicht, ich finde es beeindruckend. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Sonderpreis verliehen, welcher seit dem letzten Jahr vergeben wird. Das ist ein Sonderpreis unter dem Titel Wirtschaft im Blick. Und in diesem Jahr ist Christian Wohlt der Preisträger. Das ist ein Urgestein im Journalismus. Und das ist einfach ein Journalist, der ausgleichend zum Beispiel beim Lückenschluss A14 berichtet. Und er hat den Preis mehr als verdient.